Im Spreewald angekommen, schauen wir uns Lübben an und machen noch am Spätnachmittag eine erste kleine Kahnfahrt. Kann man sich auch während der Kahnfahrt mit Essbarem versorgen. Die Unterkunft haben wir in der Pension Muschig in Lübben gefunden. Heute unternehmen wir eine Kahnfahrt durch den Spreewald zum Gasthaus Blutnik und nach Lede. Thank you.
Können Sie vorhin bitte einmal die Kette vom Kahn hochreichen? Du möchtest mal den Schnabel halten, weil ich dir achtmal gesagt Schönes Singen, das ist doch was anderes, wie Papa bei zu sagen. Ja. Singen. Händchen klein. Oder irgend sowas. Wir haben das Gasthaus Blutnik erreicht, wo wir etwas essen und trinken werden. Von den Ossis argwöhnisch beäugt, wird erst einmal Ordnung geschaffen. Wir setzen die Fahrt fort in Richtung Freilandmuseum Lehde.
die Post. Wow. Wenn Postbotin Andrea Burner mit ihrem gelben Postkran im Spreewald unterwegs ist, staunen die Touristen. Pakete, Briefe, Postkarten, Kataloge und Werbematerial stellt die einzige Postkranfrau Deutschlands hier im Spreewalddorf Lehde mit ihrem leuchtenden Kran zu. Das wohl schönste Foto- und Filmmotiv im Spreewald. Das ist doch toll, dass man die Zustellung gerade mitkriegt, ja? Hi, aber dann haben wir auch so. Wir nähern uns dem Freilichtmuseum Lehde und werden noch vom Postkran überholt. Bestimmt eine Eilzustellung. Gut besucht, das Freilandmuseum in Lehde, per Kahn, per Fahrrad und zu Fuß. Thank you.
Wir gleiten gemütlich an dem sonnigen Herbsttag auf der Spree in Richtung Lübbenau. Wir sehen die uns entgegenkommenden Kähne und werden von zwei hektischen Paddlern überholt. Den Kahn Fährmann werden wir noch oft vor uns sehen. Nach der Brut der Störche wird für die Touristen ein Holzstorch in das Nest gestellt. Gibt's ja gar nicht. Ja. Also, wenn Häuser, ja. Im Moment.
Fahrrad dann. Hier gibt es noch den Bismarckturm, gibt es hier noch. Ja. Oder hier das Schloss. Das Kurhaus. Das Schloss. Wir kommen zurück nach Lübbenau und der Kahnfährmann vor uns hat seine Anlegestelle erreicht und wird mit tosendem Beifall beklatscht. Wir fahren durch den großen Spreewaldhafen und nähern uns unserer Anlegestelle. Wir können hier in Burg noch eine machen, wenn wir doch nach Burg fahren. Nachdem uns auf dem Seitenarm der Spree bei strahlendem Sonnenschein noch einige Ruderboote entgegengekommen sind, uns zwei Radfahrer auf dem Radweg überholt haben, we'll be right back.
Vor uns flüchtet, nähern auch wir uns der Anlegestelle. Ossis hinter uns sitzen, klatschen Beifall. Und wir Wessi klatschen Beifall und geben dem Kranfährmann ein Trinkgeld. Nach der schönen Kranfahrt schauen wir uns noch im Fährhafen von Lübbenau um. Akkordeonspielerinnen an. Musik
Wenn der Tag zu Ende geht und die Abendwolken ziehen, wenn sich leicht der Nebel dreht und die ersten Sterne glühen, dann beginnt der Traum für mich und ich denk an dich und ich denk an dich.